Neugierig, aber noch etwas scheu. Der Nachwuchs von Bill und Hillary ist dafür schon ziemlich verfressen. Es ist das erste Mal, dass die Baumstachler ein Jungtier bekommen haben. Zum Glück sind unsere Tiere harmonisch. Sie haben praktisch ein Eheleben vollzogen und einen Nachwuchs produziert, was uns sehr freut. Der Neue frisst gerne Laub, am liebsten Ahornblätter. Obst und Gemüse gehen aber auch. Einen Namen hat er aber noch nicht. Die Geburt war erst vor wenigen Wochen und trotzdem entdeckt er mal mehr, mal weniger die Anlage. Obwohl er sich noch nicht so häufig zeigt, manchmal hat man Glück, manchmal weniger. Er ruht sich noch viel aus, ist dann in seiner Deckung und ansonsten geht er schon ganz gern mal mit auf Kletterreise. Die Baumstachler kommen aus Südamerika. Hier in Cottbus leben sie seit 3 Jahren. Hintergrundinfos, die Besucher in der Zooschule erfahren. Gerade für Schulklassen ist das praktisch. Das aktuelle Unterrichtsthema wird direkt an den Tieren erklärt. Die Kita-Gruppen machen gerne Ausflüge in den Tierpark und wir wollen denen dann zu der Gelegenheit auch was über die Tiere erzählen, den Kindern. Genauso ist es bei Schulklassen. Die machen Wandertage, aber wir wollen denen auch den Unterricht im Freien anbieten, dass es nicht nur ein beliebiger Wandertag wird, sondern ein richtiges Erlebnis und am Ende auch Wissensvermittlung damit bei ist. Damit die Klassen mehr Platz haben, bekommt die Zooschule ein neues Gebäude. In diesem wird ein Material- und Klassenraum entstehen. Der Unterricht findet trotzdem weitestgehend draußen statt. Bei diesem Anblick die richtige Wahl. In den Gehegen ist eben immer was los.